So, Leute, was geht? Hier ist Maschine und Masch Games TV und wir spielen mal weiter. Es ist Root Syndicate und wir beginnen mit der Sequenz 7. Verkehr. Oh, das wird was mit dem Packingen Palace vielleicht zu tun. Na, lass mal sehen. Werter Mr. Starek, meine mit Big Ben. Ungeheuers schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater, etc., etc. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Brief. Für mich? Ja, für dich, meine Fresse. Ja, und über Shonda Rebecca wissen wir noch gar nichts. Oh. Einmal Evie. Evie. Ah, und Jacob. Da müssen wir mal wieder was mit der auf den Westminster machen. Okay. Na gut, Planänderung. Oder machen wir das hier? Ja, ich glaube, wir machen das mal hier. Wir sind hier nah. So, aber was ich denn gucken wollte. Ah, 3 Fähigkeitspunkte erhalten. Nice. Sehr gut. Okay. So, dann wenn wir das alles upgraden jetzt. So. Inventar. Upgrade für Ausrüstung. Kann ich nicht. Scheiße. Das ist blöd. Messer? Kann ich natürlich auch nicht. Schitte. Ah, Mann, Mann, Mann. Aber wir können die Fähigkeiten mal freischalten. Denke ich mal. 12 Punkte. Das ist ja mal sehr gut. Machen wir das mal hier. Sehr gut. Mhm. Dann machen wir mal das hier. Oha, 6 Punkte. Dann habe ich noch 2. Scheiße. Das ist nicht schön. So, und dann haben wir das noch. Ich habe jetzt irgendwas jetzt gemacht. Ah, ich bin immer noch Level. AP Boosts erwerben. Ach, das hier. Ey, ganz ehrlich. Da kann ich euch, da könnt ihr echt mich in den Arsch küssen, ne? Dass die überhaupt erwarten, dass ich halt echtes Geld dafür bezahle, ne? In mein ganzes Spiel habe ich 20 Helix Glitches aufgesammelt und ich brauche nur 400 Helix Glitches, damit ich diesen scheiß Ding da mache. Also 2 Stunden habe. Oder halt das Ding für 1500 Helixes. Und das ist echt kacke, ey. Das ist abartig. Was sie jetzt mit diesem Marker gemacht haben, das ist echt scheiße. Aber naja. Oh, damn. Wir haben aber ganz viele hier jetzt Sachen, die wir machen können. Nichtsdestotrotz, wir machen das zuerst. So. Und wahrscheinlich müssen wir dann mit Evie spielen. Aha, oh, da geht hier aber ab. Da geht hier aber ab. Was ist denn das? Na gut. Ehrenrettung der Bank. Na gut, dann lass uns mal spielen. Ach ja, tauschen. Ich spiele ja mit Jacob, von daher muss ich jetzt mit dem Charakter tauschen. Wie soll ich mir denn bitte diese Preise leisten können? Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Oh Mann. Die Zeitungen schreiben nur noch über Two Pennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt
traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten sie noch alles Falschgeld vernichten, das sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Ja. Na gut, dann haben wir viel zu tun. Wir müssen Appleby folgen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Ja, klar, natürlich. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberlein. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen... Es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberlein. Na gut, okay, dann müssen wir jetzt eine Falschmünze aufspüren. Da ist er, verfolgen. Das auch hier machen. So. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Mhm. Die Falschmünze. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Ach ja. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treibt. Nein, das glaube ich nicht, dass er ist. So, lass uns mal hier stehen. Nicht, dass die uns sehen. Kannst du denn deinen Namen buchstabieren? Ah, toll, wird der jetzt hier. Ich hab sie im Visier. What the? Oh. Kabum. Yeah. Tja. Das ist jetzt sehr spannend. So, wir versuchen jetzt nochmal. Oh, da ist aber laut jetzt die Konsole. Ah, Syndicate. Mann. Also, dass man so viel Probleme mit dem Syndicate haben kann, das ist auch Wahnsinn. Naja, aber man muss schon sagen, dass sie halt sich verbessert haben. Ne? Also, wenn man schon positive Sachen finden muss, dass, ne, dass sie sich verbessert haben. Ne? Die Missionen sind ein bisschen interessanter gestaltet und wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist flüssig und eigentlich keine großen Bugs. Ne? Natürlich sind die Bugs aufgetreten von meinen irgendwelchen bestimmten Sachen, die ich gemacht habe, was das Spiel sich überhaupt nicht auf das Spiel überhaupt nicht vorbereitet war. Sind die Bugs entstanden, aber natürlich haben die ein bisschen mich angenervt. Zehnmal eine Mission machen, die 5 Minuten dauert, ist es echt kacke und dann machst du die fast knapp über halbe Stunde. Oh, 47% haben wir schon. Okay, dann lass uns mal mit Eevee spielen. Ich hoffe mal, dass wir das nicht von vornherein machen müssen, das wäre echt scheiße. Aber bis das passiert, dann müssen wir das halt erstmal wahrscheinlich lange warten, bis sich das alles auflädt. Weil das lädt und lädt. Das ist heftig, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern kann, diese Ladezeiten, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, drücken Sie Viereck, um tote oder lebende Personen, die Sie tragen, zu werfen. Ach so. Oder abzulegen mit dem Kreis. Na toll. Das ist auch sehr spannend interessant. Okay. Ach übrigens, heute ist ja der letzte Tag von Ferien. Also eigentlich ist Sonntag, ne? Da bin ich mal gespannt, wann diese Folge...
bin mal echt gespannt. Gucken wir mal. Oh, ist ja angenehm. Na gut, dann sind wir jetzt hier. Die Verschwörung von Darwin und Dickens verfügbar. Die könnten wir auch jetzt mal machen. Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Vielleicht machen wir die auch. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Ja, wir gehen einfach nach vor, nach oben. Oh shit. Das hat nichts mit uns zu tun. Oh. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell. Und er bereut gar nichts. Oh shit. Nein. Oh, was machst du? Oh Mann, ey, das kann doch. Merkt ihr das? Oh shit, Alter, wie viele Leute aber hier sind. Oh Mann, Mann, Mann. Das ist immer so ärgerlich. Man hört fast gar nichts, ne? Aha. So, ich habe eine Idee. Wir machen einfach bei Option mal ein bisschen lauter. Spieloption. Ah ja, genau, Audio-Option. So. Ganz laut. Ob das was bringt? Nicht wirklich. Weiter. Nein, nicht weiter. So, wo gehst du jetzt? Falschgeld verbrennen. Ach so, okay, jetzt müssen wir dahin gehen. Na gut, dann lass uns mal hier auf oben gehen. Ganz diskret und ganz sicher. Jetzt haben wir verkacken wieder was. Beziehungsweise ich verkacke was. Hm. Ja, du siehst mich nicht mehr. Und tschüss. Ah, Fähigkeitspunkte halten. Nice one. Töten, töten, töten. Sehr gut. Bon voyage. So, stehlen. Und jetzt heimlich zurück in die Bank damit. So, Falschgeld. Wo ist das Falschgeld? Eindringling, da ist sie! Der hört gar nichts. Oh, dem. Schönes. Das Falschgeld, wo ist denn denn? Ja, vielleicht soll ich erstmal das dahin erreichen, weil ich sehe hier gar nichts, was ich verbrennen kann. Dann lass uns mal. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Scheiße. Warte nur, bis ich meinen Weg geschafft habe. Ja, ja, ihr seid immer so. Gut. Na, kommst du jetzt nach oben? Sehr gut. Ah. Ja. Evie, was machst du denn? Mon chérie. Ah, my darling, sag ich doch. Wir sind doch in England. Oh. So. Na Mensch. Dann machen wir das gleiche jetzt quasi. So.
So, das Falschgeld verbrennen. Wo kann das Falschgeld sein? Die Frage. Schon. So. Schreien wir schon! Ihr solltet euch was schämen! Ihr könnt die Wahrheit nicht vertuschen! Oh ja. So, und da kommen die jetzt rein. Sehr gut. Oh shit! Oh ja, das ist spannend. Was hab ich gesagt? Hier könnte jeder einbrechen. Oh, das wird spannend, das wird spannend. So, das Falschgeld verbrennen. Ich will wissen, ob mein Geld sicher ist. Oh. Da kommen die jetzt langsam rein. Wer hat hier das Sagen? Sie sich, Sie alle. Oh. Na gut. So, wo sollen wir denn hin? Wie sieht's aus? Kommen immer mehr. Aber wir sollen jetzt irgendwie dahin kommen. Wie kommen wir denn dahin zurückbringen? Ja, aber wie soll ich das Falschgeld verbrennen? Wo ist das Falschgeld überhaupt? Das ist alles zu, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wo das Falschgeld war. Ah, scheiß auf das Falschgeld. So, wo ist er denn? Das war irgendwo hier. Ja, geh mal runter, bitte. Ah ja, okay, gut. Lass mal da oben gehen. Da vielleicht schaffen wir das auch irgendwie. Ja, toll. Aber der ist hier drin, oder was? Ist das kacke, ey. Kann ich noch woanders gehen? Gucken wir mal gleich. Oh, shit. Aber da könnten wir ja noch gehen. Oh oh. Nicht gut. Selbst Kinder laufen schneller. Ich krieg dich. Oh Mann, das ist kacke. Ich kann sie treffen. Hielt an eure Ausbildung und überwältigt sie. Das wird spannend. Ich wollte eigentlich die Polizisten überhaupt nicht töten, aber naja. Mann, was ist denn jetzt los? Oh. Alter Schwede, wie viel Leben hat er denn? Mann, ich sehe ja nicht mal was. Halt's Maul, Alter. Mann, ich drück doch Kreis die ganze Zeit. Oh, wow. Sie macht einen Fehler. Was? Glaubst du, dass du damit durchkommst? Jetzt reicht's. Oh, Mann. Autsch. So, Schloss knacken, bitte. So, als wären sie nie fort gewesen. Okay.
Achso, jetzt müssen wir entkommen. Hier können wir nicht raus, oder? Nein, dürfen wir nicht. Scheiße. Naja, dann hätten wir keine andere Wahl eigentlich hier. Eigentlich. Nein, so nicht. Einfach verpissen hier. Ups. Tschüss. Ja, ja. Mit Abeline reden. Wo ist er denn? Ach, 50 Meter entfernt. Dann laufen wir hier schnell zu ihm und... Oh. Oh, das falsche Falschgeld. Wusste ich jetzt nicht genau, wo der ist. Egal, lassen wir es. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Hm. Na gut, wir haben es geschafft. Das ist schön. Ja, und scheint es so, dass wir jetzt nicht mehr was zu sehen haben. Das bedeutet auch, dass wir jetzt die Folge hier beenden. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr angeschaut habt. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und ja, sonst zu sagen, gibt es nicht. Ich konnte euch eigentlich gute Nacht wünschen, weil ich habe bei mir schon ziemlich spät. Bei euch wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht auch. Wenn ja, dann gute Nacht. Mach's gut. Booyah!